Lars Mühlbauer ist Bahnpendler in der Region Hof in Oberfranken. Und zwar aus Überzeugung. Nur seit einigen Monaten wird die arg auf die Probe gestellt. Als Zugfahrer ist man einiges gewöhnt. Das ist immer so, dass ich wirklich hier 5 Minuten zu spät ankomme, um den nächsten Zug zu erwischen. Und dann eben 55 Minuten, also fast eine Stunde warten muss hier. Und das ist schon wirklich sehr, sehr ärgerlich. Aber als Zugfahrer weiß man auch, selbst wenn man jeden Abend fast eine Stunde auf seinen Anschluss warten muss, es gibt Fahrgäste, denen es wohl noch schlechter geht. Nachdem die Kinder mit dem neuen Fahrplan zurechtkommen mussten, sind sie in das falsche Zugabteil eingestiegen und haben dann mit Bedauern festgestellt, dass sie in Tschechien bereit sind. Züge, mit denen Schulkinder aus Versehen nach Tschechien fahren? Pendler, die täglich auf ihren Anschluss warten müssen? Was ist da nur los in Oberfranken? Der Hauptbahnhof Hof ist ein wichtiger Knoten in der Region. Doch im vergangenen Dezember gab es eine kleine Fahrplanänderung. Man hat 2 Linien zusammengelegt. Die fahren jetzt gekoppelt als ein Zug von Hof nach Selb-Plößberg. Ab hier fährt der eine Zugteil nach Selb und der andere weiter ins tschechische Cheb. Nur weil die Fahrgäste dort den Intercity nach Prag erwischen sollen, fahren jetzt beide in Hof früher ab. In Hof bedeutet das, die Anschlüsse funktionieren nicht mehr. Daniela Mühlbauer ist deswegen frustriert. Die Frau von Pendler Lars Mühlbauer kämpft seit Monaten um eine Lösung. Ich habe Bürgermeister angeschrieben, Landräte angeschrieben, Kreisräte angeschrieben, Abgeordnete des Bundestags, des Landtags. Das hat überhaupt niemanden interessiert. Darum hat sie eine Petition im Bayerischen Landtag eingereicht. Ihre Forderung: zurück zum alten Fahrplan. Gleich soll der Verkehrsausschuss in München die Petition behandeln. Daniela Mühlbauer wird online daran teilnehmen. Das wäre das Beste, wenn der Petitionsausschuss sagen würde, sie übergeben das jetzt der Regierung mit dem Auftrag, hier nachzubessern. Darauf hofft man auch in der Realschule Rehau. Dort wurde Schulleiter Matthias Ritter vom Fahrplanwechsel genauso überrascht. Wir waren total vor den Kopf gestoßen. Es gab keine Erklärung für uns, warum der Fahrplan jetzt nach mehreren Jahrzehnten eigentlich geändert werden musste. Früher konnten die Kinder nach Unterrichtsende entspannt zum 15 Minuten entfernten Bahnhof laufen. Doch seit der neuen Taktung bricht Hektik aus. Julia Stelzer arbeitet im Schulzentrum. In ihrer Mittagspause fährt sie ihren Sohn und auch Mitschüler mit dem Auto zum Bahnhof. Nur so erwischen sie gerade noch den Zug nach Hause. Für die anderen Schüler heißt es, eine knappe Stunde warten. Mich ärgert das schon sehr, dass nicht auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird. Dass die neue Taktung nachteilig für Pendler und Schüler ist, gibt die Bayerische Eisenbahngesellschaft BEG zu. Aber mit der Zusammenlegung der beiden Regionalbahnen spare man sich Infrastrukturkosten. Geschätzt 400.000 Euro jährlich, die stattdessen für Verbesserungen in Nord- und Ostbayern eingesetzt würden. Eine klassische Mängelverwaltung, sagt der Fahrgastverband Pro Bahn. Eigentlich müsste man hier die Infrastruktur so weit ausbauen, dass man in der Lage ist, sowohl den Knoten Hof als auch den Knoten Cheb attraktiv und effizient zu bedienen. Das heißt, man muss die Fahrzeit auf der Strecke zum Beispiel durch schnellere Züge und durch schnellere Weichen und durch schnellere Gleise verbessern. Zurück zu Daniela Mühlbauer. Jetzt sollte der Verkehrsausschuss des Landtags ihre Petition behandeln. Aber Sie hätten mit dem Ministerium gesprochen und mit der BEG. Sie sind an der Lösung dran, aber es wäre noch nicht so weit. Und deshalb wird dieser Tagesordnungspunkt erneut vertagt. Die gute Nachricht: immerhin ist Ehemann Lars endlich zu Hause. Nach insgesamt 2 Stunden Zugfahren und Warten. Also ich dachte halt, dass irgendwie jetzt mal eine Entscheidung kommt. Man wartet jetzt schon ein Jahr lang, dass irgendwas passiert. Das macht einen schon ein bisschen fertig, ne? Ja. Die Mühlbauers wollen trotzdem nicht aufgeben, auch wenn der neue Winterfahrplan bereits steht und Pendler wie Schüler erstmal weiterhin Zug und Anschluss verpassen.